Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elements. Und gut. Ja, ich wollte eigentlich kein neues Video machen. Ich dachte, mit dem einem Fallen God Sieg, False God, ich sag immer Fallen, wäre es beendet. Aber heute ist die Version 1.2.8 rausgekommen. Und da ich die Beta davon schon seit ein paar Tagen spiele, will ich euch mal kurz vorstellen, was es neu gibt. Es gibt inzwischen Erklärungstexte, die sind nicht besonders erklärend. Darum, ja. Ich habe das schon mal aufgenommen. Leider hat es nicht aufgenommen. Das macht Sinn. Darum kann ich es nicht ganz so gut zeigen. Wie ihr vielleicht seht, gibt es hier keine Top 50 mehr. Die wurden durch dieses asynchrone PvP ersetzt. False God steht jetzt hier, kann man aber... Oh. In der Beta war hier trotzdem noch False God Auswahl. Interessant. Gut. ja. Gehen wir doch direkt mal in die Arena. So sieht die neue Arena aus. Man kann jetzt anstatt gegen die Top 50, gegen die Top 500 spielen. Und die Top 500 gibt es in 4 Stufen. Bronze, Silber, Gold und Platinum. Ich selber... Also man kann selber auswählen, gegen welche man spielen will. Man kann als blutiger Anfänger gegen Platinum spielen oder als absoluter Veteran gegen Bronze. Natürlich gibt es im Platinum schönere Sachen zu gewinnen. Im Bronze sieht man 0 Reward, 40, 146, 227. Wie viel Reward ist dynamisch generiert. Das heißt, je mehr Leute Silber spielen und gewinnen, desto weniger gibt es dafür. Platinum, da im Gegensatz, je weniger spielen und desto weniger gewinnen. Mehr Belohnung. Gut. Selber, wenn man im Top 500 ist, ich bin jetzt hier Rang 186, vorher war ich... In der Beta haben es keine 100 in Silber gespielt. Ja, weil ich weiß, was ich, 48 oder so. Also wenn man in Top 500 ist, kann man sein eigenes Deck stellen. Und auf das kann man dann in Silber treffen. Für jeden Sieg, den das Deck in meiner Abwesenheit erlangt, kriege ich ein bisschen Elektrum. Ich glaube 2 oder 3 Elektrum, also nicht viel. In Bronze noch vielleicht 1, in Gold und Platinum deutlich mehr. Ich glaube, Platinum, irgendeiner meinte 500 Elektrum pro Tag. Ja, man muss gucken, in der Beta waren es natürlich relativ wenig Spieler, relativ wenig Spiele. Das wird steigen. Gucken wie. Ich hatte vorher ein anderes Deck, das habe ich eben erst während der Aufnahme gemacht, die leider jetzt nicht da ist. Dort hatte ich auch 46 Siege, 42 Niederlagen oder sowas über 3 Tage. Gut, erklären wir es mal. Man kann einmal pro Tag ein neues Deck machen. Nicht jedes Mal, wenn man das Orakel gedreht hat. Ich habe das jetzt für heute ein neues Deck gemacht. Kann ich mal trotzdem zeigen. Wenn man ein neues Deck macht, kann man zunächst auswählen, was für Boni man haben will. Hier Level 23. Das ist mein aktueller Level. Wird, glaube ich, aufgrund der Score und der Deckstärke bestimmt. Mit 23 lege ich in Silber, wie man hier sieht. Und... Ja, für 23. Für einen Punkt kriegt man 5 HP. Für 4 Punkte kriegt man 5 upgraded Karten, die man benutzen darf. Für 10 Punkte kriegt man jeweils ein Mark mehr. Also Mark war ja die stetige Einkommensquelle bis zu 3-mal und Double Card Drawing. Man kann mit 20 Skillpunkten 2 Karten pro Zug ziehen. Und außerdem, die Beschränkungen werden verdoppelt, also bis zu 12-mal jede Karte. Und bis zu... 120 Karten. Gut, das habe ich jetzt schon. Build Deck. Dann die Dragonfly, die ihr da gesehen habt. Das Orakel bestimmt eine Karte, die 5-mal im Deck sein muss. Ich habe hier mein Feuerdeck rumbenutzt. Ich benutze zwar eigentlich mein Aether Gravity, was ihr gegen die Fallen Gods gesehen habt. Allerdings kann ich dort mit den Dragonflies absolut nichts einfangen. Und ja, mit diesem Feuerdeck bekomme ich zumindest etwas... Chancen, die zu spielen, bei A upgraded. Ich habe 10 upgraded und anteilsmäßig werden die auch upgraded. Die hier kosten keine Kosten. Und Dragonflies, die ein R bekomme ich einerseits durch die selber und Emulation Quantum for each non-fire element. Ja, hilft auch nochmal, da ich die spielen kann. Und dazu noch 4 Photonen, die ich opfern kann. Gut. Soweit nicht speziell. Einige von euch haben... Zwei haben wir gegen ja schon mal angetreten.
Gut, und das kämpft für mich, während ich hier nicht spiele. Ich kann auch selber darauf treffen, wenn ich in Silber antrete. Gut, das sind so ein bisschen das. Jetzt gleich spiele ich mal kurz gegen Silber. Gut, das hat schon mal gut funktioniert und machen wir doch mal gegen einen Silber. Hier seht ihr fünf freie Felder, Consecutive Victories, a Special Prince Award when all the rings are lit. Ja, für jeden Sieg am Stück gegen einen Silber-Opponenten Gegner bekomme ich eins. Wenn ich fünf habe, darf ich einmal auf einer besonderen Rolle drehen. Dort gibt es nur Rare Items und ich darf die einzelnen Rollen nochmal drehen. Ich habe das bislang einmal gehabt. Dort hatte ich Fahrenheit, Arsenic, Arsenic beim ersten Mal gedreht, also die Rare Weapons, und ich habe mich dann entschieden, die erste Rolle nochmal zu drehen, habe dann Arsenic einzeln gedreht und hatte dann drei Arsenics, habe die Waffe bekommen. Ist eigentlich recht cool. Und gut. In Bronze braucht man übrigens 6 Siege, in Gold 4 und in Platinum 3 Siege am Stück. Dafür, und in Gold und Platinum darf man dafür auch auf Upgraded Cards drehen. Aber Platinum, das ist richtig hart, dreimal am Stück zu gewinnen. Wesentlich härter als Fallen Gods. Wenn alles hier voll ist, hat man zwar das gleiche wie Fallen Gods von den Vorteilen her, aber außer dass Fallen Gods mehr als 60 Upgrades haben, aber anstatt dass sie thematisch sind und einfach nur nett gebalanced, sind es absolute Arschloch-Decks, die einfach, die richtig, richtig krass sind, da sie von Menschen erstellt wurden. Gut, Level 38, das heißt, ich war Level 23 bei meinem Deck. 38, er hat 15 Punkte mehr. Er zieht doppelt so viele Karten. Er hat 7 Mal gewonnen, 5 Mal verloren. 140 HP. Age. Das erkläre ich gleich mal so nebenbei. Für jeden Tag, den du das Deck nicht veränderst, verlierst du Leben. Am ersten Tag, so wie jetzt Tag 0, hast du noch deine vollen 140, danach 2, am ersten Tag 2, danach 2 Tagen sind es noch 100. 36, danach 8, minus und so weiter. Immer 2 verdoppelt. Nach 6 Tagen sind 64 HP runter. Das soll dich halt dazu bringen, regelmäßig ein neues Deck zu bilden. Ja. Gucken wir doch mal, was er kann. Gravity ist nicht gerade mein Lieblingsgegner. Und ziemlich schnell ziemlich viel Gravity bekommen. Ein Uchiok wird nicht viel bringen, weil die alle so unglaublich viel AP haben. Mach ich das für einen Moment mal. Momentum, das ist jetzt richtig schlecht. Momentum bedeutet ja, dass er nicht durch meine Schilde, dass er durch meine Schilde kommt. Overdrive, er kriegt jeden Zug plus 3, minus 1. Das macht ihn auch ziemlich schnell mies und auch ihn kann ich nicht blocken. Bug. Bollocks. Mist. Das sieht nach der nächsten Niederlage aus. Wie gesagt, ich mag Gravity als Gegner nicht. Ja, und ich komme nicht mal wirklich voran hier. Ich habe zwar einen Haufen Schilde gezogen, die mir alle nichts bringen, da alles Momentum wird. Ja. Das Einzige, was mir geholfen hätte, wäre ein Elektrowaffenteil, weil ich damit. Okay, ein ganz neues Deck. 1-1, aber auch nur Level 21. Weil ich dort mit Momentum wieder wegnehmen kann. Der Start sieht gar nicht so schlecht aus. Beeindruckt mich jetzt gerade nicht besonders, was er da gezogen hat, aber mich beeindrucken meine Züge nicht. Shortbow, den sieht man auch selten. Ja, ich könnte mal irgendwas halbwegs Nützliches ziehen. Weil sonst habe ich bald ein Problem. Also es geht noch, aber er macht jetzt schon nicht schlecht Schaden. Ja, genau sowas wollte ich haben. Shit. Shit. Ja, plus 5, minus 5, da ich 5 HP habe, reicht das genau für mich. Ich hatte leider nicht genug für eine Quintessenz und ja, Risiko eingegangen.
Ohne das hätte ich jetzt gewonnen. So werde ich scheinbar verlieren und... Gut, für den Moment lebe ich noch. Der Elsassauer hat mir echt das Leben gerettet. Trotzdem, ich brauche neue Karten. Gute Karten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dadurch kann ich nächste Runde das wieder spielen. Trotzdem, ja, permanent destroyen. Übel. Ich brauche einen Oti. Hätte ich den nicht so verloren, ja, und hätte er das nicht einfach passend auf der Hand gehabt. Gut. Direkt Quintessenz drauf. Hoffen, dass er nicht noch ein Deflagration zieht, weil dann bin ich tot. Und... ja. Fangen wir an zu töten. Und ich brauche jetzt ein neues Schild. Ihr kennt das Spiel. Gut. Das läuft ja inzwischen fast gut. Er wird auch vor mir ausdecken, das heißt, darum muss ich mir auch keine Gedanken machen. Und jetzt fange ich mal an, mich da durchzufuttern. Ja. Wenn man Phönix tötet, wird er zu Asche. Muss ich halt nächste Runde die Asche fressen. Ja, inzwischen gerade eben noch direkt vorm Tod. Inzwischen richtig gut dabei. Ja, ich habe jetzt eine Runde mal kein Schild gespielt. Das dauert mir gerade zu lange. Machen wir es mal so. Auch wenn jetzt vielleicht die nächste Rage Potion kommt. Nein. Wozu hat eigentlich das Wasser? Hat er das schon irgendwo für gebraucht? Ich glaube nicht. So, töten wir mal dich. Leichtes Missverhältnis dort. Da kann ich eigentlich auch mal quinten. Holen wir mir noch einen. Einfach damit es hier ein bisschen schneller geht. Gut. Der Kampf ist ja gewonnen. Es war ein bisschen unnötig knapp, aber... was soll's. Gut, jetzt habe ich Asche da, die ich nicht wiederbeleben kann. So, das mache ich an. Damit ich auch ja mit 100 HP beende und den vollen Elemental Master Bonus bekomme. Und nächste Runde ist dann vorbei. Das war unnötig knapp, aber... Velaryon will prevail. Gut, ich habe jetzt ein Consecutive Victory. Ich kann ganz normal spinnen, wie bei ganz normalen Gegnern auch. Keine große Chancen, nichts besonders Tolles in der Verlosung drin. Aber, ja. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie ich noch weiterkämpfe. Falls ihr weitere Elements-Videos sehen wollt, wie ich gegen Silber, Gold, Platinum vielleicht irgendwann auch mal oder gegen die False God kämpfe, könnt ihr das sagen. Sonst war es das erstmal und ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. Macht's gut!